Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Opa zockt Minecraft Vizebeast Infinity. So, den wollten wir nicht bauen. Doch, den wollten wir auch bauen. Pure Flux. Flux Dust Endings, das heißt, wir brauchen zwangsläufig. Wir brauchen zwangsläufig mehr. mehr Netherquarz. Das heißt, jetzt, wir stellen den ganzen Kram hier mal rein. Den Golden Back of Falling brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Stopp. Wir brauchen hieraus noch mal ein bisschen was zu essen. Und machen noch mal eine kleine Tour in den Nether. Hoffentlich kommen wir da auf die Heide raus. Meine Güte. Dieser verdammte Husten. So, ab in den Nether. Und nochmal so. Warte mal, hier haben wir ja jetzt mehr oder weniger alles ausgebaut gehabt, ne? So, und jetzt brauchen wir aber. Ah, hier müssen wir nochmal einen vernünftigen Weg hochbasteln. Wir brauchen noch ein bisschen Netherquarz. So, wir übertreiben es jetzt aber nicht. Wir brauchen mehr oder weniger nur ein kleines bisschen. Nichts zu viel. Hier haben wir noch einen. Das war Netherzinn. Kann weg, braucht man nicht. Da kommt man nicht vorbei. Netherquarz. Haben wir 6. Haben wir hier einen vernünftigen Weg nach unten? Ja, oder so. Meter Zinn wollen wir nicht haben. Hier haben wir ein bisschen Netherquarz. Ich würde sagen, so einen halben Stack wäre schon nicht schlecht. Na, da können wir die ersten beiden hier mehr oder weniger wegnehmen. Das hier war Zinn, ne? Ne, Netherquarz. Ich denke mal, den nehmen wir noch mit hier und dann soll es das gewesen sein. Ja, 40 Stück. Wir haben schon zu viele schmerzhafte Tode hier in der Hölle erlebt. Und da soll jetzt nicht noch einer hinzukommen. So, basteln wir uns mal so einen kleinen Weg nach oben. Dann können wir aus dem Nether-Rack, den wir jetzt hier mitnehmen, noch ein bisschen Dings basteln. Ein bisschen Lava. Oh nein, lass es lieber, lass es lieber, lass es lieber.
hier runter. Hier lang und wieder raus. Jawohl. Höllentour erfolgreich. Ich weiß zwar nicht, warum wir jetzt immer in dem Portal spawnen. Und nicht in unseren. Aber wie gesagt, die Spawnstelle da ist mir eigentlich vollkommen egal. Dann laufe ich lieber hier nochmal ein paar Meter zurück im Dunkeln, als dass ich mich länger in der Hölle aufhalten muss. So, zu. Das. Schmeißen den ganzen Kram nochmal zusammen hier. Plopp, plopp, plopp. Haben wir das? Das kommt jetzt einmal durchgerödelt. Und du kannst nicht mehr arbeiten, weil wahrscheinlich du hier voll bist. Aber wir können ja jetzt noch ein bisschen Charcoal hier rausholen. Wir haben jetzt hier mittlerweile doch sehr gut Speicherkapazitäten. Nein, falsch. So. Für den Controller brauchen wir Pure Flux Crystals und das war Sand. Sand, 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 Sand. Zack. So, diese Flux Seeds, die müssen jetzt ins Wasser geschmissen werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die brauchen eine Ewigkeit, bis die gewachsen sind. Wenn wir nicht diese Crystal Growth Accelerator haben. Das Item hier, die spawnt aber nicht. Und man sollte es in Wasser werfen. So. Dann kann das doch schon mal vor sich hin wachsen. Dann brauchen wir so eine Chest. Dafür brauchen wir Quarzfieber. Dafür brauchen wir eine Menge Certus Quarz Dust. Würde ich sagen, hau die dreimal durch da. Hier liegt noch Sand rum. Der kann da ruhig wieder rein. Hier ist noch eine Menge Diamantzeug zusammengekommen. Das schmeißen wir in den Netherrack auch mal rein. Ach so, und die Barrel mit dem Setzling ist voll. Aber ja, wie gesagt, machen wir jetzt später. Gib mir mal hier so ein Stack Certus Quarz Dust. Jetzt brauchen wir eine Menge Glas. Warte mal, Glas war hier mit drin. So, Glas hier, hier, hier und hier. Und dazwischen, so, haben wir ein paar Glas Quarzfiber. So, und die brauchen wir jetzt mit Flux Crystal. Ah, shit. Gehen die auch mit den Flux? Gehen sie natürlich nicht. Dafür braucht man jetzt noch ein bisschen Charge Certus.
Ich würde. Achso, haben wir da. Ich würde sagen, so 10 Stück machen wir davon mal. Na komm. Drei haben wir. Ja, das dauert, also das sind Charged Certus Quarz zu machen. Das dauert immer eine ganze Ecke hier. Zumindest wenn man es von Hand macht. Später automatisieren wir es. So, machen wir noch zwei. So, da können wir jetzt nicht mehr ran. Jetzt gehen wir hier an dem, an die Puddle of Water. Zack, zack, zack. Blitz, 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 bumm, und da haben wir sie. So, wenn ich jetzt hier mal reinspringe und hole die mal raus, sieht man, es ist noch nichts passiert. Immer noch 0,0%. Also die brauchen schon eine Ewigkeit. Ich glaube 8 Stunden oder sowas in die Richtung. So, also die und die. Geht auch nicht. Ach so. 1, 2, 3. So, machen wir jetzt mal davon ein paar nur. So, wir brauchen die Printed Silicon. Silikon hatten wir noch irgendwo gehabt. Silikon. Oder auch nicht. Sand in den Pulverizer. Ich meine eigentlich, wir hatten davon noch was gehabt. Hier, da. Achso. Jetzt brauchen wir natürlich die Silicon Press. Wir brauchen mal 5 Diamanten. So, Calculation Engineering Logic Silicon Press. Eins, machen wir mal 5 Stück davon. Ach ja, das sind ja so, muss ich ganz ehrlich sagen, die Arbeiten, die wirklich zumindest am Anfang extrem viel Zeit fressen. Solange wie sie nicht automatisiert sind. So, nein, Calculation nicht. Das war Engineering Press. Blop. Da, blop. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Und Nummer 5. So, Redstone, das und das. Top, top. Top, top, top. Ups, den habe ich nicht getroffen. Ja, so viel Energie frisst das ja zum Glück nicht. Top, top, top. Nummer 3. Hoppala. Nummer 4. Einmal den letzten. Achso, jetzt brauchen wir wahrscheinlich nochmal ein bisschen Eisen. Und dann haben wir
Ach, guck mal, können wir gleich zwei Stück von machen. Dann brauchen wir ein Interface, nein. Interface, Level Emitter, Crafting Terminal. Crafting Terminal, das brauchen wir. Brauchen wir nicht. Ah, da brauchen wir jetzt diese komischen Formation Cores. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier so eine 1K Storage Cell. Dafür brauchen wir logische. Also, Logic Circuits, die werden aus Gold gemacht. Machen wir gleich mal 10 Stück von. So, Logic. Was decken die eigentlich hier drin auch? Oh, die stecken sogar drin. Das macht die ganze Sache natürlich schon mal deutlich einfacher. Aber es dauert halt trotzdem eine Ewigkeit. Kann ich mich immer vernünftig hinsetzen hier, in der Zeit, wo er das durchrödelt. So, noch einer. Noch einer. Ach, so, ganz gemütlich hingesetzt. Ups. Einer noch. Haben wir jetzt hier durch. So. Dann brauchen wir. Genau wieder Printed Silicon. Engineering Silicon Press. Also nochmal 10 Silikon durchjagen. Aber wir kommen dem MME-System immer näher. Im Endeffekt brauchen wir jetzt ja mehr oder weniger nur noch, ja, den Crafting-Monitor, beziehungsweise allgemeines Storage-Monitor, reicht ja auch erstmal. Also der hier, der, irgendwas hier von. Interface Terminal. Und ein Interface. Um das ganze Zeug in das auch, in das ME-System hinein zu importieren. Aber dann kann der Query mehr oder weniger schon automatisch einfach ins ME-System rennen. Und wir könnten uns halt in aller Ruhe um die Automatisierung kümmern. Mein System wäre halt, wir bauen eine relativ große Menge 1K. Ich sage mal so 100 1K Festplatten. Gehen dann auf 4K hoch. Bauen eine relativ große Menge 4Ks. Und dann halt auch eine ganz schöne Menge 16Ks. Dass wir halt wirklich extrem viel Itemplätze haben. Wird sehr ressourcenlastig, aber das sollte man alles hinbekommen. Ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. So, der letzte. In der Zeit, wo ich hier quatsche, haben wir die 10 Stück durch. Dazu brauchen wir jetzt. Certus-Quarz, die und Redstone. Certus-Quarz haben wir, Redstone haben wir. 1K. Diese hier. 10 Stück davon.
Quarz, Glas, Eisen, Redstone. Haben wir. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal eine Runde Quarzglas. Ach Mensch, wie macht man jetzt nochmal Quarzglas? Mann. Ach so. Ich hab nichts gesagt. Normales Glas haben wir hoffentlich noch hier hinten drin. Nee, nee. Da haben wir noch was. So, Quarzglas. Ach so, genau, und die stecken nicht. Dann stellen wir die Dinge erstmal hier hin. So, die haben wir. So, dann haben wir jetzt schon mal ein Drive, beziehungsweise ein Drive und 10 Festplatten. Das ist doch für den Anfang schon mal nicht schlecht. Das heißt, wir brauchen jetzt noch ein Interface. Dafür brauchen wir diese Cores, dafür brauchen wir gleich ein paar mehr. Und wir brauchen dann diese Teile hier. Ich springe nochmal schnell rein. Und wir können sehen, 2% ist fertig. In 20 Minuten. Also, dauert schon noch eine Weile. Gut, damit bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich war der Ober und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.